Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Beim letzten Mal habe ich mich hier total verirrt und was weiß ich nicht alles. Wir wussten nicht, wie wir weiterkommen und ich habe es jetzt auch schon gefunden. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil man musste hier hoch und dann musste man hier in diese kleine Nische springen. Die habe ich beim letzten Mal anscheinend nicht gesehen oder ich weiß nicht, ob ich es überhaupt hätte sehen können oder ob ich hier zu hektisch war oder so. Ich weiß es nicht. Zumindest habe ich es nicht entdeckt. Hier geht's, mein Gott, denke ich mal weiter. Es sieht zumindest so aus. Diese Architektur, ich weiß nicht genau, wer sich dafür entschieden hat, solche komischen Architekturen zu bauen, was die Funktionen dahinter sind, aber na gut. Dann wollen wir mal, ne? Ich denke mal, wir müssen darüber, wo der Typ uns abgeknallt hat. Oh, hier ist ein Versteck. Oder hoch kann ich ja springen. Ah, aber ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Und hepp. Sehr gut. Okay, es gibt zwei Wege. Einmal hier rein, wir gucken kurz hier rein. Da ist auch nochmal was versteckt, aber das ist auch nur ein Bagdad-Tank. Den können wir so mitnehmen und hier geht's nicht weiter. Hätte ich da auch so hoch springen können? Ich weiß es nicht. Na gut, wir gehen auf jeden Fall erstmal den anderen Weg dann anscheinend. So langsam müssen wir es ja hier auch mal endlich geschafft haben mit diesem verwirrenden Komplex, wie ich finde. Juhu! Sterbt, liebe Stormtrooper, sterbt! Okay, und da ist irgendwas zum An- oder Ausschalten. Oh, ich werde weggedrückt. Kann ich da jetzt runterspringen, oder? Oh, das wird mein Tod sein. Ah, warte mal, ist das so eine Art Luftdruck, dass ich dann im richtigen Moment runterspringen muss? Oder muss ich mich einfach nur beeilen jetzt? Ah, ich glaube. Ja, okay. Überleben wir das. Ich hätte mich nur beeilen müssen. War so eine Art, ja, Luftzug, der einen hier nach oben bzw. unten drückt. Okay, hier geht es auch nochmal nach unten eventuell, aber... Wollte ich gerade schauen, ob man hier irgendwie nochmal weiterkommt. Aber nein, anscheinend nicht. Das geht nur mit dem Lichtschwert! Lichtschwert! Na also, ich wollte gerade sagen... Damit haben wir es ja geschafft, oder was? Jawohl, cool. Cool, cool, cool. Da haben wir nochmal zwei Skillpunkte. Absorb. Ich weiß nicht, ob Absorb wirklich wichtig ist, aber Blinding fand ich jetzt, ich glaube, ich gar nicht benutzt bis jetzt, oder? Ich nehme einfach mal Absorb. Persuasion nehmen wir nicht. Das hört sich irgendwie nicht so geil an. Wir nehmen lieber Absorbieren. Ich glaube, das ist ganz gut in manchen Gefahrenzonen, wenn man irgendwie gegen echte Jedis oder so kämpft, hä? Gegen echte Jedis. Kannst auch gleich mal ausprobieren hier. Absorb. Das macht ja nicht mal ein Geräusch oder sonst irgendwas. Der fuchtelt einfach nur mit den Armen rum. Das ist ja dämlich. Ah, jetzt bin ich hier hinter. Wo ich vorhin einmal im letzten Part einmal hier durchgucken wollte. Daran erinnere ich mich noch. Hier gibt es ganz viel Munition, allerdings nicht für mich. Dann gucken wir mal weiter runter in die Anlage. Ah, hier muss ich drücken. Kann ich auch hoch? Nein, ich kann nicht hoch. Ja, sag mal, wo bleibt denn hier der Fahrstuhl? Diese Imperialen, wo die sich hier aufhalten? Ey, das ist ja gruselig. Okay. Ah, hier habe ich jetzt immer Absorb drin. Also das Absorb. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Bei unserem ersten Lichtschwertduell, was wir bald bestreiten werden wieder, denke ich mal. Ob mir da was, das was bringt, da oben liegen Stuff-Sachen drauf, aber ich will jetzt den Sprung nicht wagen. Denn irgendwie habe ich so den Eindruck, wenn ich da jetzt den Sprung mache, dass ich dann drauf gehen würde. Okay. Soweit so gut. Drop your weapon. Kann man hier lang? Da oben lag auch nochmal so ein Gürtel drauf. Der Champion-Gürtel. Natürlich nicht der Champion-Gürtel, sondern irgendein Medi-Gürtel. Da komme ich vielleicht hoch. Ja, ja. Also hier komme ich auf jeden Fall hoch. Mann. Boah, das war ja mehr als knapp. So komme ich hier hin. Liebe Leute. Juhu! Doch mal wieder das Lichtschwert zu nutzen. Hier müssen wir anscheinend auch rein. Fahren wir weiter nach unten, oder was? Oh ja.
Oh, der hat den Raketenwerfer geschossen hier. Ey, wow. Was bloß auch? Das ist ein Granatwerfer. Ah, nein, das ist ein Fahrstuhl. Was? Oh mein Gott. Lass hochgehen, danke. Okay, jetzt sind wir richtig in irgendwelchen Stollen. Ach du Scheiße. Oh, das ist verdammt dunkel. Einen Moment. Wo ist denn hier das Licht? Da. Das sieht ja interessant aus hier. Ich sollte hier immer wieder mal speichern. Nicht vergessen. Naja, gibt es hier noch irgendwelche ganz fiesen Fallen oder ähnliches. Oh nein. Oh mein Gott, sind das miese Gegner hier. Okay, wir gehen immer tiefer in die Anlage. Brauche ich hier überhaupt? Oh nein. Oh mein Gott. Zwei Sachen an meiner Brust hier oder meinen Schultern. Zwei Raketen drin. Brauche ich hier überhaupt die ganze Zeit das Licht? Ich glaube fast nicht. Okay. Vielleicht sollte ich da was anderes nehmen. Ich weiß ja auch nicht. Das Lichtschwert, ob das sich da jetzt lohnt. Auch gemein, hier kriege ich automatisch was ab. Hier kann ich gar nicht wirklich was gegen tun. Der hat die Waffe. Der muss auf jeden Fall sterben. Das war schon mal nicht schlecht. Jetzt hier nicht irgendwie verkacken. Nein, er hat es wieder an mich dran gekriegt. Zieht mir natürlich jetzt richtig was ab. Es wird immer dunkler, aber es wird auch immer ruiniger. Ist das ein Wort? Ich denke nicht. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Oh, hier ist mir wieder zu dunkel. Da ist wieder ein Loch in der Wand. Man sieht schon, so ein vorgefertigtes hier. Yay. Dicke Rüstung. Blasten! Komm nur her, meine Friends. Kommt nur her. Und wegen Blasten, Blasten. Okay. Ja, hier muss man wieder das Licht benutzen. Mal gucken, was ich so an Waffen alles dabei habe. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Ist es die... Ja, das ist die Waffe. Oh, das sieht mir aber düster aus auf einmal. Ja, das war jetzt so semi, ne? Das war jetzt so semi. Warum ist denn jetzt hier auf einmal so still? Rote Stormtrooper. Was war das denn? Steht doch was. Ich sehe das doch. Und Granaten. Also irgendwo steht da. Irgendeine Art Echse. Der Dino. Das hält aber auch was aus. Oder kann man das gar nicht besiegen? Sag mal, das stirbt ja wirklich überhaupt nicht. Jetzt habe ich richtig Angst vor dem Raum hier. Oder Respekt vor dem Raum hier. Gut, dass ich den vorher schon gesehen habe. Will gar nicht wissen, was der mit dem guten alten Keil anfängt hier. Aber da sieht man ihn immer wieder. Kommt hier nur nicht rein in meine tolle Öffnung. Aua. Okay, ich habe alle meine Granaten verbraten auf den. Ich habe langsam echt Schiss. Ich habe langsam echt Schiss. Der hat auch anscheinend alle... Links umgehauen. Okay, das ist der Granatwerfer sonst. Wir gucken mal hier. Hier geht's weiter runter. Da sind noch welche davon. Oder ist es derselbe? Das ist doch nicht derselbe, oder? Komm schon. Ich glaube, das sollen Crate-Drachen darstellen. Kann das sein? Kann mir das mal einer in die Kommentare schreiben? Crate-Drachen sind ja so die typischen großen Drachenmonster, sage ich jetzt mal, hier bei... Im Star Wars Universum, der müsste doch hier rechts um die Ecke stehen, der den ich die ganze Zeit schon beworfen hatte. Er ist down. Ja, da ist er, den ich beworfen hatte. Oh mein Gott, kommt der schnell! Ah! Da kannst du nichts machen, lieber Freund, oder? Ah, der hält mehr aus als der andere. Ich hab keinen Schuss mehr. Das stört den halt überhaupt nicht. Ich brauche irgendwas Explosives, um den umzuhauen. Das ist die Mine. Oh, das war jetzt dämlich. Selten dämlich. Hab ich denn wirklich gar keine anderen Waffen mehr? Jetzt ist das Lichtschwert, ja super.
Macht ihm auch nichts aus. Wie böse er mich anguckt! Muss er hier irgendwas haben, was ich dem noch vor den Latz hauen kann? 7, 8. Ja, das sind die Minen. Die weiß ich nicht genau, wie die funktionieren. So nicht. So nicht. So, liebe Leute, da sind wir wieder an der gleichen Stelle wie zuvor. Den einen der Crate-Drachen habe ich jetzt schon erlegt. Allerdings kostet das so viel Muni. Ich bin jetzt schon ein bisschen durch die Gegend schauen, ob ich hier irgendwo noch Munition finde. Aber es gibt nichts mehr. Es gibt einfach absolut keine Munition. Ich versuche den jetzt hier mit ein bisschen abzuschießen. Und hoffe echt, das reicht dafür irgendwie. Der soll eigentlich mal hierher kommen. Und sonst muss ich den echt irgendwie mit dem Lichtschwert erlegen. Jetzt haben wir keinen Schuss mehr. Ja, komm. Granaten haben wir ja noch, ein paar. Das trifft ihn auf jeden Fall auch, mit den Granaten. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, wie viel. Die halten unfassbar viel aus. Also der andere, da habe ich eben gerade natürlich auch mit den Granatwerfer da drauf geschossen. Da mit der Waffe, mit dem ich den jetzt auch abgeknallt hatte. Und die halten so viel aus, das ist nicht mehr normal, ey. Und alle anderen Waffen machen irgendwie auch wirklich keinen effektiven Schaden auf die. Oh, das war jetzt ein luschiger Wurf. Aber egal. Aber es passt noch. Weiß jetzt auch nicht, ob man die besiegen muss, die Crate dran. Das sieht mir aber auch echt witzig aus, die Viecher. Komm jetzt. Ah, da ist er down. Er ist down. Er ist down, liebe Freunde. Er ist down. Und hier Stormtrooper ohne Gelenke, ohne Arme, ohne Beine, ohne Kopf. Naja, gut. So, wir speichern hier erstmal ganz kurz, einen Moment. Also hier haben wir den anderen erlegt. Jetzt ist die Frage, ob hier noch welche sind. Ich hoffe mal nicht. Ich sehe oder höre keine. Ich schieß mal ein bisschen durch die Gegend, um einfach Licht zu erzeugen. Da geht's wohl weiter, oder? Ich glaube mal, da geht's weiter. Wir speichern noch einmal. Na, das scheint mir ganz richtig zu sein. Uiuiuiuiuiui. Meine Güte. Die sind echt hartnäckig. Ich hoffe, ich kriege jetzt wenigstens ein bisschen Munition, bis davon die nächsten auftauchen. Aber hier scheinen ja erstmal nur Stormtrooper zu sein. Was mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen würde. Da hat wieder einer Muni für mich. Das ist super. Weil die Muni brauche ich. Die Muni brauche ich dringend. Wirklich sehr, sehr dringend brauche ich die. Drop your weapon. Werden wir ja sehen, ob ich... Oh mein Gott. Ob ich meine Weapon droppe für dich, mein Freund. Da sind wir schon wieder hier an der nächsten Stelle. Kann man das nicht kaputt machen? Das Seil irgendwie, von wegen, das Seil fällt runter, damit das Ding da... Nein? Sieht mir so aus, als sollte ich einen Machtschub einsetzen. Das hier sind so normale. Aber wir haben ja gar keinen Machtschub. Vielleicht ist jetzt endlich mal Force Pull? Passiert nichts. Oh, ich habe das Licht die ganze Zeit an sich. Das kann man einfach drücken. Ah, okay. Aha. Okay, wir machen das mal ganz komplett auf. Ja, machen wir mal so. Gucken mal, was hier jetzt so geht. Juhu, auf geht's mit dem Lichtschwert. Ist nochmal sowas. Also eigentlich würde ich die Dinger ganz gerne immer irgendwie hinter mir zu haben. Ich hab so den Eindruck, soll so. Kommt jetzt auch nicht noch, oder? Hier fehlt irgendwie ein Schalter, um das wieder zurückzumachen. Wenn ich jetzt drücke, was passiert denn dann genau? Okay, das ganze Ding schließt, aber hier kann man auch irgendwie nichts machen dran, ne? Da kann man nicht durch oder so. Sieht zwar so aus, als könnte er sich da locker easy durchquetschen, aber es geht nicht, okay. Na gut, dann drücken wir hier nochmal. Dann laufe ich mal ganz schnell durch oder sowas vielleicht, einfach nur am Ende. Vielleicht ist es so gewollt, ich weiß es nicht. Ich speichere hier nochmal ganz kurz für den Moment. Okay, jetzt ist es ganz oben, also jetzt drücken und rennen! Passt. Juhu! Ihr sterbt alle meine Friends. Das ist nix. Da geht's wohl weiter. Es geht da unten.
Oh, verdammt. Verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Boss Healing, jetzt haben wir keine Rüstung mehr. Ja, was macht er denn für Verrenkungen? Ja, mal gucken, wir ihn treffen. Ich denke mal, da kommt man später sowieso hin. Also ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt lohnt, was ich hier gerade betreibe. Oder ob das eher starkes Munitionsverschwenden ist. Wir speichern trotzdem nochmal. Ich hätte ganz gerne nochmal ein bisschen Rüstung. Oh, jetzt sieht es mir wieder so aus, als könnten hier gleich die Raid-Drachen kommen. Schnell durch. Schnell durch. Hier ist irgendwas Blockierendes. Wie mache ich das jetzt? Ich hab einen Plan, ja. Ich hab einen Plan. Und ich glaube, das sind nämlich hier diese Dinger. Aber wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Komme ich denn jetzt wieder zurück? Habe ich mir das jetzt verbaut? Kann doch eigentlich auch nichts stimmen, oder? Irgendwie muss man doch jetzt wieder zurückkommen können. Oh. Eventuell da. Oder was ist das denn? Force Boost. Na toll, jetzt komme ich hier gar nicht mehr. Ich hab's verkackt irgendwie. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie man hier sonst weiterkommt. Ich habe den Eindruck, dass hier. Ist ja wirklich dieser Raum dahinter, wo ich diese. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Nehm alles zurück. Einzige Weg, den ich jetzt sehe. Ist ja nochmal ein Speicherpunkt. Aber gut, Ach, man wird hochgedrückt. Wo soll man das denn jetzt wissen? Hä? Was ist jetzt? Ach, das ist zum Resetten. Das ist also zum Resetten, oder was? Nee, das habe ich jetzt disabled, das Ding. Jetzt zerstört. Aber ich glaube, ich hätte hier nämlich aufmachen müssen. Das war jetzt eigentlich mein Plan zuvor, dass ich das hier verschiebe, damit ich da irgendwie die Chance habe, da weiterzukommen. Aber anscheinend war das noch nicht ganz korrekt. Ich gucke jetzt nochmal, was ist, wenn man da lang geht. Ein Ding habe ich jetzt ja komplett zerstört. Ich bin echt ein bisschen verwundert, was man hier jetzt zu tun hat. Krass, ey. Krass, 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 was sie sich hier ausgedacht haben nochmal. Aber jetzt komme ich hier ja nicht mehr rüber, oder? Oder soll man da springen können? Das ist jetzt hier immer wieder der gleiche Weg, kann das sein? Muss ich da runter? Nein. Also entweder muss ich diesen Sprung schaffen, den ich jetzt ein paar Mal jetzt gerade nicht hingekriegt habe. Hier geht's wieder hoch, ja. Das würde mich jetzt dann noch zerquetschen. Einen Moment, muss ich diesen Sprung hier schaffen? Aber das ist, sieht mir auch so schwer aus. Na, okay, ich hab's geschafft. Ich speichere hier nochmal. Jetzt müsste man ja hier eigentlich durchkommen, oder? Ja, okay. Hier jetzt nicht durchschneiden, bitte. Oder ich denke mal. Das scheint mir ein Secret zu sein. Ah, nee, jetzt ist man hier. Wo kommt man hier also hin? Boah, ich hab nicht viel Leben. Hab nicht viel Leben mehr. Bräuchte ein bisschen mehr Rüstung und so Zeug, ey. Das ist hart. Das ist gar nicht so leicht hier alles. Aber jetzt sind wir endlich hier hinter. Die Stelle ja immer sehr ganz schön verwirrend irgendwie. Aber egal, wir haben es gepackt und jetzt können wir da vorne in das nächste Gebiet gehen. Aber meine Freunde, wir gucken uns das erst beim nächsten Mal an. Wie es da weitergeht, das sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und konntet hier vielleicht die Rätsel schneller lösen als ich. Ich weiß es nicht. Das war es auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.